Und dann begrüße ich ganz herzlich heute Abend im Live-Interview Heike Christina Jeckel von Beyond Limitation. Herzlich willkommen, liebe Heike. Vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Andrea. Mich sehr gefreut. Klasse, dass das geklappt hat mit uns beiden und der Technik heute Abend. Ich bin total gespannt. Du hast gerade dein neues Business-Baby sozusagen gestartet, auch mit Facebook-Gruppe und allem drum und dran. Erzähl genau. Doch mal, was steckt jetzt hinter Beyond Limitation? Ja, ich habe jetzt lange, lange gebraucht, um dieses Baby auf die Welt zu bringen, war sozusagen seit 2010 schwanger. Das ist ein bisschen übertragen, aber so auf ein, zwei Tage kommt es ja nicht an. Nein, tatsächlich ist Beyond Limitation die Essenz aus dem, was ich die letzten 10 Jahre einfach an Persönlichkeitsentwicklung bei mir selbst durchgemacht habe. Es geht nämlich tatsächlich, der Name ist Programm, immer hinter die eigenen Limitierungen, hinter die Fremdlimitierungen, hinter gesellschaftliche Limitierungen einfach mal zu schauen und zu schauen, wer bin ich denn, wenn ich diese Limits einfach mal weglasse? Und wenn ich mir erlaube, meine Glaubenssätze einfach mal Glaubenssätze sein zu lassen und was ganz Neues auszuprobieren. Und der Name ist tatsächlich bei mir Programm. Also jetzt einfach so stehen bleiben ist nicht. Es geht um nach vorne gehen. Deshalb heißt mein Programm tatsächlich auch Next Level. Der Punkt ist einfach, dass es mir völlig egal ist, wo Frau steht. Mir ist es wichtig, dass sie erkennt, dass sie da, wo sie steht, einfach nicht mehr glücklich ist und was verändern möchte, aber eben nicht so genau weiß, wie das gehen soll. Und da bin ich dann einfach da und unterstütze eben und kann eben einfach dabei begleiten, diesen Weg eben zu gehen, um aufs nächste Level zu kommen. Weil für mich ist es letztendlich so, dass ich überzeugt bin, dass wir immer nur von einem Level aufs nächste gehen. Also es endet nie, sondern wir kommen einfach, wir haben irgendwie so einen Prozess und dann denken wir, oh, jetzt sind wir angekommen und dann grooven wir uns da so ein bisschen ein und dann denken wir so, war es das jetzt wirklich schon? Das nächste, ne? Genau, und dann kommt so der nächste, da will ich jetzt aber auch noch hin. Und so geht es letztendlich jedem, egal wo er steht. Also ich habe angefangen als alleinerziehende Mutter mit Hartz IV vor 10 Jahren, und habe damals gedacht, so das Level, was du gerade hast, ist irgendwie nicht so das, was du weiterleben möchtest, mach eine Veränderung. Und dann habe ich angefangen, mein Leben eben zu verändern. Und das war eben Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Ja. Und das ist eben auch wichtig, einfach zu erkennen, dass jeder sein eigenes Tempo hat, seine eigene Geschwindigkeit und dass alles in Ordnung ist, weil es eben einfach auch eine gewisse Entwicklung braucht, um auf die nächste Stufe zu können. Und das geht eben nicht bei jedem zack über Nacht. Nee, und es geht auch nicht von 0 auf Stufe 10. Nee. Also da sind wirklich so diese Next Step, wie du schon sagst, Next Level und dann so Level by Level auch. Ja, eben. Also ich bin da, wo ich jetzt bin, auf einem mega coolen Plateau angekommen, aber ich weiß ganz genau, dass es das noch nicht war. Ja, also auch für mich kommt noch das nächste Level und was eben das Interessante ist, was ich herausbekommen habe auf meinem Weg, dass die Schritte jedes Mal im Prinzip die gleichen sind. Es ist nämlich furchtbar egal, wo du stehst. Ja. Die Schritte sind immer die gleichen, nur die meisten vergessen das, dass sie da nochmal anfangen dürfen, weil sie denken, oh, wenn ich da nochmal zurückgehe, dann mache ich ja einen Rückschritt. Und was sie aber nicht erkennen, ist, dass das Leben eben nicht ein Kreis ist, sondern eben eine Spirale und dass wir eben mit jedem Schritt, den wir uns bewegen, immer weiter nach außen bewegen und sozusagen jedes Mal auf einer anderen Spur im Leben sind. Genau, der Schritt ist zwar der identische, aber auf einem anderen Level eben. Ne? Genau. Und dass es kein Rückschritt ist, sondern den Weg jetzt auf der nächsten Stufe. Genau. Wir können uns ja eigentlich in dem Sinne nicht zurückentwickeln. So.
Geht schon, aber also es kommt Nicht so tatsächlich arg, ne? ja, Also, und wenn wir es tun, dann starten wir ja auch wieder durch. Ja, also der Punkt ist tatsächlich, dass wir, wenn wir immer im gleichen Umfeld bleiben, wir auch auf Dauer diese Veränderung nicht halten können. Nee, ja? Natürlich. Also darum geht es. Deshalb sage ich, es geht schon durchaus und für manche geht es ganz schnell, weil diese Veränderung aufs nächste Level hat ja natürlich Auswirkungen auf alle. Ja, Ja. also wenn ich mich weiterentwickle, dann muss mein Partner sich ja auch weiterentwickeln und meine Kinder müssen sich weiterentwickeln und die Ja. Nachbarin, weil Damit ich ticke ja harmonisch bleibt. plötzlich völlig ganz anders. Und wenn die alle aber stehen bleiben, Dann dann passt hat es man nicht mehr. halt eine Wahl. Entweder man sagt halt, okay, ich bin einfach gnädig und warte, bis sie nachkommen und gehe so lang meinen Weg erstmal alleine, ja, und fahre mein Energielevel ein bisschen zurück, damit alle in Harmonie mitkommen können. Genau. Ja, oder man sagt eben final, nee, es passt gar nicht mehr und man trennt sich und auch das ist in Ordnung. Ja, Ja. also was für mich gar nicht geht, ist die Zwangsentwicklung des Partners, was ich sehr, sehr häufig feststelle bei Frauen, dass sie versuchen quasi den Prozess, den sie jetzt gemacht haben, den Partner einmal da durchzuschleifen, damit er mitkommt. Und Ja. das geht meist nach hinten los. Das ist so, in der Tat. Ja, also Ja. das klingt sehr spannend und du hast auch eine passende Facebook-Gruppe, Genau. die Ich habe du aktiv auch moderierst oder die zum reinen Austausch gedacht ist für deine Coaches. also ich habe die jetzt erst neu gegründet und ich wollte jetzt einfach so ein bisschen auch mal abchecken, was die Frauen sich denn so wünschen. Einfach auch mal zu schauen, welches Level haben denn die Frauen, die zu mir kommen, ja. Da sind einfach Businessfrauen dabei, die jetzt gerade in der Existenz gründen. Da sind Frauen drin, die im Angestelltenverhältnis sind. Also ganz querbeet gemischt und ich schaue jetzt einfach mal, was da so gefordert wird, gewünscht wird, um dann eben einfach weiter darauf einzugehen. Ja, Sehr letztendlich schön. dient es eben mit Anregungen von mir. Also ich erzähle aus meinem Prozess eben viel immer wieder und gebe auch Anregungen, wie die Frauen eben selbst weiterkommen können und wünsche mir dann natürlich auch Austausch über die Erfahrungen darüber, die sie dann damit gemacht haben, weil dann hat einfach jeder was davon. Man Genau. erkennt ja in der Regel den Fortschritt beim anderen viel schneller als bei sich selbst. Richtig, weil die Perspektive eine andere ist, ne? Oder man Genau. sieht viel eher einen Lösungsweg, der einem total verschlossen ist und Genau. dann kommt so dieser, ach ja, ne? Genau, Logisch, genau, genau. genau, genau. Ja, sehr Genau. spannend, sehr wertvolle Arbeit. Aber das ist ja nicht das Einzige, was Nee. du beruflich machst. Nein, nein. Nebenbei bin ich noch Heilpraktikerin und habe meine eigene Praxis, wobei das auch noch, ja, wobei das jetzt so langsam wahrscheinlich übergeht, einfach in Beyond Limitation. Ja, wir haben da gerade so eine weltweite Krise, die natürlich auch an meiner Praxis nicht vorübergegangen ist, wie Ja, an so wie vielen an anderen meiner. Praxen auch. Ja, da gilt es einfach, ne, Beyond Limitation zu denken, nicht verzweifeln, sondern neue Wege gehen, so wie du das ja auch gemacht hast mit deinen Online-Kursen, mit Pure Woman. Genau. Genau, ich bin zusätzlich noch Ausbilderin für die Flowbirthing-Mentorinnen mit. Flowbirthing-Mentorinnen sind Frauen, die andere Frauen in der Schwangerschaft begleiten und sie auf eine selbstbestimmte, urweibliche, kraftvolle Geburt vorbereiten. Und das ohne selbst eine medizinische Ausbildung zu haben. Also es sind keine Hebammen, keine Ärztinnen oder so, sondern es geht einfach wirklich um dieses urweibliche Weisheitswissen, wofür man nicht studiert haben muss, Ja. sondern wo man einfach eine Rückverbindung erfahren darf. Und das erfahren die Mentorinnen eben in unserem 6-Wochen-Kursprogramm und geben das dann an die schwangeren Frauen weiter. Und das ist extrem erfüllend, ja. Das glaube ich. Leider gab es sowas in der Art überhaupt nicht, als ich vor 17,5 Jahren das erste Mal Mutter wurde. Also Ja. da gab es, glaube ich, nicht mal, ach, ich weiß gar nicht, da gab es die klassischen Geburtsvorbereitungskurse und das war es dann auch schon, ne? Ja. Und eben auch der Klassiker, es wird auf dem Rücken liegend
geboren und ja, also keine Widerrede. Und der westlichen Frau, so sagte man mir damals, wird gar nicht zugetraut, ohne PDA oder irgendwas ihr Kind zu bekommen. Und ich dachte damals schon, wieso das denn nicht? Also die Frau ist doch, wer, wenn nicht die Frau, ne? Ja. Ist doch dafür gemacht. Wir haben doch alles von dem Körper und Seele und Geist und allem mitbekommen von unserer Natur, um Kinder zu bekommen und die auch auf die Welt zu bringen. Also ich habe da ganz kuriose Geschichten damals gehört bei den Kreissaalbesichtigungen. Also Geburtshaus gab es auch noch nicht so wirklich oder zumindest nicht da, wo ich herkam. Ja, gut, ich durfte mich sowieso nicht zu den Frauen zählen, die spontan entbinden können, was medizinische Gründe hat. Die gibt es heute ja auch, keine Frage. Ja. Aber dafür ist die Medizin ja auch da. Richtig, aber grundsätzlich ist Geburt erstmal was völlig Natürliches, was keiner Medizin bedarf. Also erstmal, ne? Nein. Und ja, deswegen finde ich das super wertvoll, deine Arbeit. Und weil ich mich eben lange nicht damit beschäftigt habe, so mit Weiblichkeit und was mache ich denn da und was soll das denn alles, ne? Also ich wusste da recht wenig so vom Frausein und jetzt bin ich ja Ende 30. Ja, und durch Zufall bin ich eigentlich dann auch in das Business gekommen, meine Nische evaluiert. Ich war vorher völlig anders unterwegs. Ja, und dann kam, wie du ja schon sagtest, die bekannte, brauchen wir jetzt nicht mehr drauf eingehen, globale Krise. Und wenn mir jemand Anfang diesen Jahres gesagt hätte, Andrea, du hast Ende des Jahres Online-Kurse, ich hätte gesagt, ja, bestimmt, ne? Also, ja. Und so wie du gesagt hast, so Step für Step auf das nächste Level, ja, oder Not macht auch erfinderisch, ne, wie du als alleinerziehende Mama es ja bis hierhin geschafft hast. Ja. So habe ich dann einfach gesagt, gut, ich mache jetzt bei so einer Challenge mit und mache halt mal einen Online-Kurs, eine Testversion, der braucht auch nicht fertig sein, den machst du mit deinen Teilnehmerinnen. So, und da ist Heike dann am Start gewesen und ehemalige Teilnehmerin aus meinem Pure Women-Kurs. Ja, der und es hat tatsächlich funktioniert. Also ich kann dann zum Thema Weiterentwicklung und über seinen Tellerrand hinausschauen, auch tatsächlich sagen, es funktioniert. Man muss aber einfach mal anfangen. Ne? Und nicht so viele Ausreden. Einfach mal machen. Genau. Genau. Das ist halt das Hauptproblem, das ich sehe und das ich auch jetzt deutschlandweit ganz häufig sehe, ist, dass die Leute einfach ganz viel jammern, aber nicht die Ärmel hochkrempeln und sagen, okay, was ist denn sonst noch möglich? Genau. Und es ist verdammt viel möglich, wie man sieht. Es ist mega viel möglich. Also das Leben, was ich jetzt heute habe, habe ich mir Anfang des Jahres so auch noch nicht vorstellen können. Nee. Also das ist unglaublich, ja. Also ja, einfach Glückseligkeit. Also ich liege jeden Morgen im Bett, wenn der Wecker klingelt und denke, Mann, habe ich ein geiles Leben. Oh, ich habe es jetzt gesagt, aber es musste jetzt raus. Ja, es ist einfach so. Ich feiere mein Leben einfach, weil ich es selbst in die Hand genommen habe und weil ich nicht abhängig bin von Äußerlichkeiten. Ja. Weil ich mich davon einfach definitiv befreit habe. Und es hat mich früher immer niedergeknüppelt. Immer war einer da, der irgendwie den Daumen drauf gehalten hat. Nee, Heike, das kannst du nicht. Nee, meinst du echt, dass das gut für dich ist? Also meinst du wirklich, dass du damit Geld verdienen kannst? Magst du genau, so vielleicht Klassiker, lieber den sicheren Weg gehen und wieder angestellt sein? Genau. Und das ist doch auch für die Kinder bestimmt viel besser. Und ich sage euch eins, nee. Das Leben, was wir heute führen, ist wirklich ein perfektes Leben, auch für meine Kinder, weil meine Kinder nämlich gelernt haben, dass du dein Leben selbst in die Hand nimmst. Ja. Und dass du es nicht von hilft außen, ja auch nicht, ne? Nee, jammern hilft nicht und dass du es nicht von außen immer bestimmen lassen musst. Und dass es völlig in Ordnung ist, so wie sie sind, weil ich das für mich in Anspruch nehme, nehmen sich das meine Kinder für sich auch in Anspruch. Ja, und ich finde, das ist das größte Geschenk, was wir unseren Kindern machen können. Auf jeden Fall. Absolut. Ja, und
Es ist ja immer die Frage, und du hast immer, wir haben immer die Wahl, ne? Wir Immer. können uns hinsetzen und jammern oder wir können losgehen und gucken, ja, was geht denn da jetzt aber trotzdem, ne? Auch trotz, weiß ich nicht, Lockdown und irgendwelchen Beschränkungen. Die einen sind pleite gegangen und die anderen sind durchgestartet. So, und wenn Genau. mir einer gesagt hätte, ich werde mal online arbeiten, fast ausschließlich Ja. online. Mein Herz schlägt ja für das Offline. Ich habe Seminare gegeben, ich habe Vortragsabende gegeben in total schönen Location. Und auf einmal gab es die nicht mehr. Es war alles Ja. abgesagt, weg. Und na klar ist das was anderes. Online ist es auch schön, aber es ist was völlig anderes. Und man muss dann auch tatsächlich aus seiner Komfortzone Ja. raus. Und ich arbeite ja mit ätherischen Ölen, mit Duft. Ich dachte zuerst, kann man das online transportieren? Ich kann da ja Ja. jetzt nicht mehr das Fläschchen rumgeben, was ich vorher gemacht habe, ne? Und ja, aber es hat irgendwie dann doch ja funktioniert und ich habe wahnsinnige Teilnehmer und sogar mehr Teilnehmer, als ich dachte, für meinen Online-Kurs dann bekommen. Und aus dem sind ja jetzt noch mehrere kleine Babys auch geschlüpft, das Journal dazu und das Buch schreibe ich gerade noch, auch mit einer Teilnehmerin, die unterstützt mich da in den Meditationen. Mega. Und was ich bei dir noch in Erinnerung habe, du hast maßgeblich angestoßen, gerade im Modul Pubertät auch die Jungs zu berücksichtigen. Ja, natürlich, weil ich meine, der Kurs richtet sich an Frauen, aber die Frauen haben Kinder und die Kinder sind halt nicht immer weiblich, Bist ja? du aber auf die Idee, bin ich als Mama von drei Jungens Ja, nicht Wahnsinn, ne? gekommen, ne? Ja. Ja, und das ist mein Kursbaby sozusagen, aber ich habe da gar nicht so hingeschaut, ne? Und deswegen Beta-Version. Also ich kann auch jedem, der sagt, oh, ich weiß nicht, ob Online-Kurse, ob ich das kann, mach eine Beta-Version. Das heißt, Ja. du hast noch gar keinen Kurs und du suchst dir deine Teilnehmer, Teilnehmerinnen aus und machst den Kurs mit denen zusammen. Und dann bekommst du nämlich genau so eine super Rückmeldung und Input, was die Menschen wirklich brauchen. Weil ich kann ja auch nicht in die Köpfe der Menschen gucken. Ja. Und ja, da kamen eben ganz tolle Anregungen auch zu den beiden Bonusmodulen am Ende dann, dass das so auf Ja, einen Blick ist. die sind Kann ich toll nur jedem geworden. empfehlen. Ja, also Probiert der euch Kurs, aus, ja. könnte gut werden. Ja, und vor allem, wenn ihr einen Beta-Kurs macht, achtet ein bisschen darauf, wer eure Teilnehmer sind, damit es dann gut wird. Also, Genau. das muss ich jetzt einfach, das ist meine innere Verpflichtung, jetzt einfach nach draußen geben. Kurssammler sind da meistens nicht so die richtigen Leute. Ich haue es jetzt einfach raus. Aber wenn ihr wisst, da ist jemand, der macht jeden Kurs mit, der irgendwie Beta-Kurs ist, das sind meistens nicht die, die dann gescheites Feedback geben, weil sie einfach Kurse sammeln. Ja, oder so Ja. Freebie-Jäger. Es gibt ja auch welche, Ja, die oh, greifen furchtbar. überall alle Freebies und Ja. so ab und haben da so einen Mega-Ordner, aber kaufen nicht einen Kurs oder ein Ja. Produkt oder irgendwas, Ja. ne? Und Ja. genau, die gibt es ja auch. Oder eben Genau. auch Menschen, deswegen arbeitet da mit einem Bewerbungsformular. Das habe ich auch Ja. gemacht. Das gibt es auch alles kostenfrei. Man muss also weder mit einer riesen Technik starten noch mit Nein. teuren Programmen. Das braucht man alles gar nicht. Aber startet, ne? Genau. Und macht es mit einem Bewerbungsformular. Dann sieht man nämlich, wer schon keine Lust hat, so ein 2, 3 Minuten Bewerbungsformular auszufüllen, der wird sich auch nicht aktiv im Kurs beteiligen. Genau. Das Gleiche gilt übrigens auch für Facebook-Gruppen. Ja, arbeitet da Genau. durchaus auch mit Fragen. Und wenn da Leute sind, die es nicht mal schaffen, dreimal irgendwie Ja oder Nein anzuklicken oder irgendwas zu antworten, lasst die nicht zwangsläufig in eure Gruppe rein, sondern guckt euch das Profil mal an. Genau, mache ich auch so in meinen. Ja. Ja. Ja, weil sonst hat man da so Karteileichen und die bringen letztendlich ja auch keine Interaktion. Und dafür sind Gruppen und auch betreute Kurse, Beta-Versionen sind ja häufig auch Genau. eben Live-Kurse. Wenn du da keinen hast, der im Live dann auch auftaucht, bringt der ganze Beta-Kurs nichts mehr, ne? Genau, Ja, genau. also Ja. super Tipps und Next Level hier zu meiner, ne? Linken Seite von mir aus. Ja, da. Genau, ja. Also mit Ich muss auch Luftigkeit immer gucken, für mich ist getrennte. es auch Seitenverkehr.
das sind ja die Technik. Genau. Die Technikfinessen. Genau. Ja, super, genau. Liebe Heike. Ich bin total begeistert und ich bin ja auch. Bin ja auch schon reingerutscht da bei dir und schau, was du machst und habe auch von jeder Teilnehmerin tatsächlich, also das ist so ein Geben und Nehmen, eine Bereicherung. Ich habe so viele tolle Impulse von Heike bekommen, auch mit dem lila Faden, Nona Wunder. Ich habe mein Netzwerk ausgebaut und so hatten wirklich alle was davon, alle Teilnehmerinnen untereinander und ich als Kursleitung. Und so sollte das, finde ich, sein, dass wir mehr von diesem von dieser Gemeinschaft, ne, und Vernetzen, weg von diesem Ego kommen, weil es ist genug für alle da. Und jeder zieht sowieso die Menschen an, mit denen er arbeiten will und die mit ihm arbeiten möchten oder ihr. Das ist so individuell. Ja. Also da können wir von dieser Ellenbogengesellschaft irgendwie mal wegkommen. Wir müssen davon wegkommen, weil die trägt sich einfach nicht mehr. Und wir Frauen dürfen einfach erkennen, dass wir untereinander keine Konkurrenz sind. Ja. Jede Frau ist so individuell und hat so viel Wunderbares zu geben. Und das ist auch eine Verpflichtung, das zu geben. Und auf jeden Fall. Das ist nicht Aromatherapie weniger wert, als Flowbirthing-Mentorin zu sein oder Flowbirthing-Mentorin weniger wert als Heilpraktikerin oder sonst. Darum geht es überhaupt nicht. Und das ist was, was in den Köpfen der Frauen vor allem so langsam echt ankommen darf. Weil jede braucht was anderes. Und zu einer anderen Zeit ist das eine präsenter oder das andere. Ne? Also eine kleine Frau in den Wechseljahren braucht jetzt kein Flowbirthing. So. Würde ich schon gar nicht so sagen, weil letztendlich geht es im Flowbirthing ja zurück in die Rückanbindung zur Urweiblichkeit. Ja, gut, da geht's auch noch hin. Ja, natürlich. Flowbirthing kannst du nicht nur für die Geburt anwenden. Also die Mentorinnen sind ja auch nicht schwanger. Ja, also wir haben in letzter Zeit tatsächlich immer mehr Kursteilnehmerinnen, die gar nicht mit Schwangeren letztendlich arbeiten wollen. Also auch so im Sinne von deine eigene Geburt heilen? Auch das ist dabei. Also wir haben tatsächlich eine Flowbirthing-Mentorin, die Anina Ritter, die sich mit Trauma und Geburt beschäftigt, also die tatsächlich auch in die Heilung der eigenen Geburt zurückgeht, weil was vielen ja nicht bewusst ist, dass sie bei ihrer Geburt, bei der Geburt der Mutter schon mit dabei waren. Ja, wir sind wir sind als Einzelle schon in der Mutter drin, wenn die noch im Babybauch der Oma ist sozusagen. Das heißt, wir haben alle schon zwei Geburten erlebt. Und in unserer Ahnenreihe sind wir ja auch durch unsere DNA verbunden. Natürlich. Und das ist alles in uns gespeichert an Informationen über die Epigenetik. Also es gibt dafür inzwischen sogar wissenschaftliche Begriffe. Es ist nicht mehr esoterischer Schmu. Nee. Ich bin da sehr dankbar für. Es sind viele Sachen, die in uns sind, die uns an die wir einfach nur rückerinnert werden dürfen, weil dieses Urweibliche ist in uns allen drin. Wir wurden nur durch die gesellschaftlichen Entwicklungen ganz, ganz weit von diesem Urweiblichen getrennt. Und dadurch ist auch dieser Konkurrenzkampf unter Frauen, dieses Gezicke, ich bringe es jetzt einfach auf den Punkt, das ist dadurch entstanden und wir dürfen jetzt verstehen, dass es nicht notwendig ist, weil jede Frau, die jetzt hier ist, ist wichtig jetzt, weil mit dem, was sie zu geben hat, verändert sie mit die Welt. Auf jeden Fall. Und deswegen sollten wir auch wissen, wer wir sind und uns damit beschäftigen und das nicht wegschieben und auch eben, und da komme ich ja dann um die Ecke mit meinem Zyklus, mit meinen inneren Jahreszeiten und den ätherischen Ölen, die ja sofort ins emotionale Gehirn gehen. Genau. Da schließt sich ja dann wieder so dieser Kreislauf und ich habe feststellen dürfen, wenn ich ein bisschen meinen Zyklus berücksichtige in meinem Business, in dem, was ich tue, und auch ein bisschen das in der Familie kommuniziere und nicht im Negativen, wie, oh, die hat ja bestimmt ihre Tage, wenn die so drauf ist. Ja, und dann habe ich die und dann darf ich mich aber auch zurückziehen, damit hier eben der Frieden oder die Harmonie erhalten bleibt. Genau. Wenn wir das berücksichtigen und eben nicht immer in diesem Funktionieren-Modus sind, ne?
Weil wir sollen ja eigentlich bitte unsere Natur so weit verdrängen, dass wir immer fleißig leistungsfähig sind. Genau. Das Das ist funktioniert absoluter halt nicht. Männermodus. Ja, Männer haben auch einen Zyklus. Ich Genau, die wurde haben das auch. letztens gefragt, haben Männer keinen Zyklus? Doch, Männer haben Oh, auch einen natürlich. Zyklus, aber Männer unterliegen nicht diesen massiven Schwankungen, Genau. ja, sondern die können das viel leichter ausgleichen. Bei Frauen sieht das tatsächlich anders aus. Und die Frauen leben gegen ihren Zyklus, weil sie denken, sie Richtig. müssen Männerniveau liefern. Es wird uns ja aber auch suggeriert, ne? Natürlich, natürlich. Aber deshalb ist für mich auf lange Sicht für jede Frau eigentlich auch nur ein eigenes Business möglich, Ja. um sich selbst wirklich zu leben. Ja, und die Zahl, also ich habe jetzt einen Kurs gemacht, es gibt allein in den USA 2 Millionen Unternehmerinnen. Jeden Tag gründen über 1800 Frauen ein neues Unternehmen, alleine in den USA. Ja, und wir haben so viele Menschen weltweit, es ist echt für jeden was da. Ja, auf jeden Fall. Ja, ob du jetzt nur kochen kannst, nur, ja, oder ob du super mega cool stricken kannst. Es gibt so viele Menschen da draußen, die denken, boah, ich würde echt gern stricken lernen, aber ich habe keinen Plan wie. Ja, ich. Ja, dann mach, weißt du, wenn du cool stricken Alles kannst gut. und du kannst es ein bisschen vermitteln, dann mach doch Strickkurse. Ja, oder Also es mach gibt so viele Talente Kochkurse auf oder dieser sonst Welt, dass irgendwas. Es ist unglaublich, was für ein Schatz in uns Frauen ist. Und Ja. es ist jetzt an der Zeit, dass jede Frau es für sich erkennt, dass sie diesen wertvollen Schatz in sich hat und dass sie den eben nach draußen geben kann, ja? Weil wenn du gut kochen kannst und deine Nachbarin kann es nicht, dann rettest du vielleicht deiner Nachbarin das Leben, weil sie nicht irgendeinen Müll essen muss. Richtig. Ne? So. Es ist ganz einfach, ja? Kommt Im weg Grunde von diesen genommen, ja. ganzen komplizierten Denkereien. Selbstständigkeit, das kann ich nicht. Doch, kannst du. Kannst jederzeit. Finanzamt, hallo, ab heute bin ich Kleinunternehmer. Ja, Richtig. macht gar nichts. Ja. Bis Ja, und mit wie viel 22.000. Aufwand, das ist ja auch jedem selber überlassen. Na klar, kannst du Genau. hier Grafikprogramme und die beste Technik und alles, und dann kann man sagen, oh nee, das ist mir aber zu teuer. Ja. Das ist dann wieder die willkommene Ausrede, oder Technik ist mir zu Genau. schwierig. Ja. Ne, also ich verzweifle auch regelmäßig an dieser Technik, aber dann probiere ich einfach was anderes oder ich lasse es eine Woche und dann nochmal. Aber ich mache trotzdem weiter. Ja. Und das ist so dann, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, die, die wollen und machen, und die, die sagen, ja, vielleicht, mal gucken. Ja. Ja. Und was man auch einfach klar sagen muss, es kommt nicht auf den Perfektionismus an. Nein, überhaupt nicht. Es Aber der steht ja kommt, vielen im Wege. ja, weil sie eben denken, oh, das kann ich noch nicht, oh, das Bild noch nicht und, oh, und dann vertütteln die sich in so viel Kleinkram, ja. Und ganz ehrlich, nee, es kommt doch drauf an, auf den Inhalt, den du nach draußen bringst. Und nicht, ob das jetzt wunderschön gestaltet ist. Ja. Aber das denken halt viele, ne? Das ist Ja. noch nicht perfekt, das kann noch nicht raus, das kann Ja. noch nicht in die Welt, und dann kommt es aber gar nicht in die Welt. Und das ist Genau. so schade bei so vielen Dingen. Und ja, deswegen, also wenn, ich bin ja auch früher so perfektionistisch gewesen. Ich hätte gesagt, oh, ich muss jetzt erstmal hier Videotechnik, Beleuchtung und Online-Kurs, super Skript. Und wenn ich das alles habe, dann überlege ich mal, ob ich vielleicht einen Post dazu mache. Aber dann Genau. habe ich den Kurs noch nie online gestellt. So. Genau, Und genau. dann gab es aber den Tritt in den Hintern von meiner Mastermind. Die haben gesagt, nee, wir machen jetzt eine Challenge draus und ihr bewerbt einen Kurs und verkauft den, Ja. ohne dass es den gibt. Und ich dachte erst, was soll ich machen? Ja. Ja, läuft, Ja. ne? Am Wenn Ende. du nicht rausgehst, findet dich auch keiner und dann wird da auch Richtig. nichts. Also, Ja, woher soll die Welt das wissen? wie viele Menschen gibt es, die irgendwelche mega Online-Kurse erstellt haben, die nie verkauft wurden, weil nicht einmal gefragt wurde, ob das überhaupt einer haben will? Genau, das kommt Ja, auch noch dazu. also deshalb nicht diesen riesen Aufwand. Also ich sage das auch meinen Flowbirth Your Business Frauen. Also ich habe noch ein Online-Programm für Frauen, die sich jetzt auf den Weg in die Selbstständigkeit machen. Geht nach draußen. Es muss nicht perfekt sein, es muss nicht wunderschön sein, es muss auch nicht super ausgeleuchtet sein. Es geht darum, dass die anderen dich sehen und dass sie ein Gefühl zu dir bekommen, ob du passt oder nicht. Genau. Und
Der Rest darf nach und nach wachsen. Ich kann auch nicht in ein Coaching-Programm 5.000 Euro investieren, wenn ich die 5.000 Euro nicht habe. Ja. Genauso kann ich das nicht in mein Online-Equipment investieren. Ja, genau. Meine erste Kamera hat 40 Euro gekostet. Ja, und davor habe ich mit dem Ringlicht, das ich meiner Tochter geklaut habe, und mit dem Handy. Habe ich meine ersten Lives gemacht. Ja. Ja, aber es ist egal, weil es ging darum, es zu überwinden, überhaupt nach draußen zu gehen, weil das war nämlich der eigentliche Punkt. Ja, genau. Ja? Und verbessern und nochmal ein Video neu aufnehmen oder was auch immer und noch eine schöne Musik. Das kann man ja. Also auch dieser, wie du ja schon sagst, das nächste Level, auch ein Kurs, den man einmal erstellt hat, der darf sich ja auch weiterentwickeln. Genau. Ne, da darfst du ja nochmal neue Elemente oder irgendwas rein. Also es sagt ja niemand, dass das Ding dann für immer in Stein gemeißelt da online steht. Ne? Also nee. Nee. Immer Veränderung, Bewegung, Bedürfnisse verändern sich ja von den Kundinnen und dann wird auch das angepasst, Genau, natürlich. genau. Ja. So haben wir das zum Beispiel bei Flowbörse Business auch gemacht, war eigentlich konzipiert als reiner Online-Kurs mit begleitender Facebook-Gruppe dann irgendwann, wo die sich untereinander austauschen können. Und dann haben wir festgestellt, der Austausch kommt nicht zustande. Also haben wir irgendwann Live-Calls mit eingebunden. Ja, und jetzt ist der Kurs halt, ja, zweimal im Monat machen wir einen Live-Call mit 2 Stunden, weil wir einfach gemerkt haben, die Motivation steigt dadurch, um den Kurs weiterzumachen. Und das ist ja das, was ich haben will. Ich will ja am Ende zufriedene Frauen haben, die wirklich dorthin gekommen sind, wo sie sich das vorher vorgestellt haben. Besser noch, over delivery, noch ein ganzes Stück weiter. Und die Frauen, die wir jetzt begleiten, die schießen echt durch die Decke. Also das hätten die alle nicht erwartet, dass das so funktioniert, ja. Aber es läuft mega, mega. Ja. Und ich, also sucht euch solche Programme, sucht euch solche Unterstützungen, ja, die gibt es echt zuhauf. Und geht raus. Ja. Geht raus. Auf jeden Fall. Ja, wir beide sind ja schon draußen und wir sind für euch da, egal in welche Richtung es gehen darf, ob du dich jetzt mit limitierenden Glaubenssätzen und dem nächsten Level beschäftigen möchtest oder ob du dein Zyklusbewusstsein erwecken und begleiten möchtest erstmal, um zu schauen, oh, wo bin ich denn überhaupt und was ist denn das alles so? So ging es mir nämlich. Irgendwas läuft hier nicht so richtig. Ja. Sucht euch eine Mentorin, am besten Mentor wäre jetzt für Frauen, fragen vielleicht nicht so das Nonplusultra, aber schaut auf jeden Fall und zeigt euch, auf jeden Fall. Ja, ja. Ach, liebe Heike, schön. Ich würde noch stundenlang mit dir quatschen. Ja, vielleicht machen wir auch noch mal eine Version 2.0, ne? Gerne. Gerne. Jetzt ist es ja gerade angelaufen bei dir. Wir können uns ja noch mal in ein paar Monaten treffen. Genau. Und dann erzählst du mal, was alles da schon passiert ist und was es Neues gibt. Und genau. Ja, wir sehen uns am Freitag wieder zum Visionen für 2021 gestalten. Ja. Da freue ich mich schon drauf. Ich freue mich viel mehr auf die Malerkette. Ich hoffe, dass ich dann auch knüpfen kann. Momentan sieht es nicht so aus. Okay. Aber es liegt alles parat. Okay. Naja, ich schaff's dann vielleicht auch alleine. Bleibt mir eh nichts anderes übrig. Anleiten geht und ich habe ja 2 Freundinnen, Kolleginnen hier vor Ort. Ah, cool. Also das kriegen wir auf jeden Fall umgesetzt. Ja, ja. Aber ich würde halt meine auch gerne dann ja mitknüpfen in der Gruppe. Ja. Und das wird so ein bisschen schwierig. Aber vielleicht kommt es ja morgen ab. Mal gucken. Ja. Ist denn noch ein Platz frei? Ja. Oder ist alles ausgebucht? Ja, dann machen wir doch jetzt mal kurz Werbung für den Malerketten-Visions-Workshop am Freitag. 16 genau, Uhr. Freitag von 16 bis 20 Uhr. Genau, bei Andrea. Genau, bei mir online oder eben in Hamburg, wer möchte. Genau. Ich poste den Link dann gleich nochmal in die Kommentare. Ja, genau. Also Plätzchen haben wir noch, Corona-konform ist es hier auch. Alles schicko. Das wird Liebe mega. Heike, ja, auf jeden Fall. Ich danke dir ganz herzlich. Sehr gerne. Ja, wünsche dir ganz viel Erfolg auf der Begleitung, bei der Begleitung deiner Frauen weiterhin. Und ja, freue mich auf Freitag und ja, wir sehen uns bestimmt dann nochmal wieder.
demnächst? Bestimmt, bestimmt. Und jetzt wünsche ich dir dann erstmal einen ganz tollen Abend. Danke. Tschüss.